Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sind hier in der Fürbittkirche und ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Heute geht es in dem Gottesdienst um den Psalm 23. Einige von Ihnen kennen ihn bereits aus dem Konfirmandenunterricht, andere beten ihn regelmäßig. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. So beginnt er. In düsteren Zeiten, wie in der Zeit mit Corona, gibt es jemanden, der die Hände über uns hält, der uns mit dem versorgt, was wir brauchen, der uns den rechten Weg zeigt, wenn wir uns einmal verirrt haben und in dessen Haus wir immer willkommen sind. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Wenn man so durch Neukölln geht, das ist schon ziemlich hart, was man den Kindern so zumutet. Die Sonne, die lacht vom Himmel. Und bei den Spielplätzen ist es still. Wo sonst Kinderlachen und Kindergequieke ist, kein Ton, kein Kind. Weil am Tor hängt ein rot-weißes Absperrband, flattert ein wenig im Wind. Und ich muss sagen, ich bin schon einigermaßen überrascht. Ein Absperrband hindert, dass kein Kind auf den lockenden Spielplatz geht. Dabei
ist man in Berlin doch gewohnt, gerne Regeln zu brechen. Man geht bei Rot über den Zebrastreifen, man fährt schwarz mit der Bahn und auch die Regeln des guten Anstandes, die werden gerne schon mal gebrochen. Es ist unfassbar beeindruckend. Ein Stückchen Plastikband sperrt ab. Und nicht mal ein Polizist, der ist irgendwo in der Nähe, ein Uniformierter, der das hindern könnte. Nein, einfach so. So stelle ich mir das vor, wie das gemeint ist, wenn es in der Bibel, genau im Alten Testament und noch genauer im Psalm 23 heißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Da ist jemand, der es gut meint mit mir. Drum reichen kleine Gesten. Ein kleiner Wink mit dem Steppen, ein kleiner Wink mit dem Stab. Da braucht man nicht laut werden, da braucht man nicht zu schlagen. So wird großen und kleinen Menschen Grenzen gesetzt. Und es wird ihnen gezeigt, wo der Weg zum Leben, zum Guten geht. Auf dem rechten Pfad. So wird Leben bewahrt. Auch wenn ich im Augenblick die Gefahr nicht sehe, auch wenn ich im Augenblick nicht verstehe, warum. Ich habe verstanden, ich weiß, dass das Verbot gut für mich ist. So gewinnen wir Leben. Noch hängen die Absperrbänder und werden wohl eine Weile bleiben. Noch ist Geduld gefordert. Nicht nur bei den Kindern, auch bei den groß gewordenen Kindern. Aber es kommt der Tag. Da werden die Spielplätze wieder erfüllt sein, mit Kinderlachen und Quieken. So werden wir zum Leben geführt. Bleibt behütet. Lasst uns zusammen beten. Gott, unser Alltag, der sonst schnelllebig, bunt und voll Trubel ist, ist langsamer, eintöniger, leerer geworden. Einigen von uns fällt dies leichter, anderen schwerer. Ältere Menschen wurden schon lange nicht mehr besucht. Jüngere möchten gerne wieder an ihre Arbeitsplätze, fühlen sich zu Hause eingesperrt. Kinder wollen sich zum Spielen verabreden, wollen wieder Fußball spielen und zum Tanzen gehen. Dazu kommen noch größere Sorgen. Bleiben alle gesund? Werden die Kranken wieder vollkommen genesen? Einige haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Können wir weiterleben so wie bisher? Wie geht es weiter? Du führst uns durch eine schwierige Zeit, doch du kennst den richtigen Weg. Wir verzichten auf einiges, weil es richtig ist. Wir schützen andere, aber auch uns selber. Durch den Verzicht schätzen wir das, was wir haben. Bleibe weiterhin bei uns, Gott. Gib uns die Kraft, diese Zeit gut zu überstehen. Zusammen sprechen wir das Gebet von Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.